will das Grundstück für sich haben, verstehst du, für sich allein, um sich darauf seinen eigenen Palast zu bauen, jawohl. Na ja, beruhig dich, du sagst jetzt schon zum 10. Ich habe das Haus mit meinen eigenen Händen gebaut. Ich weiß nicht. Nicht schon wieder. Feiern! Hier. Hier war ich mein ganzes Leben. Hier hat schon mein Großvater gelebt. Mein Vater. Erkennst du. Ich stich nicht ein. Und du schreie nicht rum. Ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Du hast ja gar nichts mehr. Augenblick. Wir trinken auf dich. Na schön. Auf das, was du für uns getan hast. Nicht der Rede wert. Danke, mein Freund. Hm. Danke. Was für ein Quatsch. Hättest du auch gemacht. Aber das mit dem Kraulen war falsch. Normalerweise funktioniert's wirklich. Tut mir leid. Niemals. Wir hatten von Anfang an keine Chance, deinen Plan in die Praxis umzusetzen. Wir werden ja alles platt machen. Und dann kaufe ich mir von diesen verfluchten 639.000 Rubel und 27 Kopeken diese Bruchbude neben Angeles Haus. Sie haben nicht das Recht, sich auf diesem Grundstück aufzuhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also bitte gehen Sie. Du Abschaum, hast noch nie irgendwelche Rechte gehabt. Weder hast du welche, noch wirst du je welche haben. Wer will das Grundstück für sich haben, um sich darauf seinen eigenen Palast zu bauen? Alle Macht kommt von Gott. Solange es dem Herrn beliebt, musst du dir keine Sorgen machen. Aber beliebt es ihm denn? Schön, nochmal zum Mitschreiben. Der Staatsanwalt musste weg und ich bin nicht befugt dazu. Hier, bitte. Dürfen Sie behalten. Und wenn ich Ihr Pamphlet oder was auch immer nicht lese, was dann? Ich dachte, es gibt in dieser Stadt nichts, was für Sie nicht möglich ist. Ich will, dass Nikolai freigelassen wird und alles behält. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich weiß. Wir können noch nicht aufhören. Ich habe noch mehr Zielscheiben. Hast du keinen von heute dabei? Nein, wir haben noch zu wenig Verdienste. Glaubst du an Gott? Wo ist er, ihr Gott, der Barmherzige? Gottes Wege sind unergründlich.